Die Griechen nannten die Halbinsel östlich des Bosporus Land des Sonnenaufganges. Auf einer Fläche mehr als doppelt so groß wie die Bundesrepublik leben heute etwa 75 Millionen Menschen. 98% der Bevölkerung bekennt sich zum Islam. Seit der Staatsgründung als Republik Türkei im Jahr 1923 ist das zentral gelegene Ankara die Hauptstadt. Die landschaftliche Vielfalt und die großen Kontraste zwischen fruchtbarem Agrarland, vegetationsarmer Steppe, tiefen Canyons und bizarrer Erosionslandschaft haben mich beeindruckt. Ebenso die in den Fels geschlagenen, sehr alten Mönchsklausen, Kirchen und Klöster. Die von markanten Gebirgsketten umklammerte Hochebene gilt als eine Wiege unserer Zivilisation. Die Ausgeglichenheit, Wärme und Hilfsbereitschaft der Türken hat mich überrascht und nachdenklich gestimmt. Mit Hochachtung und Dankbarkeit denke ich an viele wundervolle Begegnungen zurück, auch an den wohlduftenden Tee, den die Einheimischen Chai nennen. Die Türkei verfügt über ein vorbildliches Straßennetz und über eine Infrastruktur auf der Höhe der Zeit. Die Jugend ist angekommen in der globalen Medienwelt. Bei der älteren Generation gehören Pluderhosen und Kopftuch noch immer zum Alltag. Ich empfand darin keinen Bruch. Im Gegenteil, in der Türkei begegnen sich gestern und heute auf Augenhöhe.